In unserem Projekt geht es um Fremdsprachenlernen im virtuellen Klassenraum. Über monatlich stattfindende Videokonferenzen erhalten die Schüler Gelegenheit, miteinander und voneinander zu lernen. Also in dem Projekt geht es mir vor allem erst einmal darum, den Kindern die Möglichkeit zu geben, in einer realen Situation, die wir im virtuellen Raum schaffen, Russisch zu sprechen und natürlich sie aktiv einzubeziehen in die Gestaltung eines Unterrichts. Schüler übernehmen die Verantwortung für den Lernprozess der Partner und für das gesamte Projekt. Wir führen unser Projekt zusammen durch. Wir sind ein Team. Das ist das Besondere. Wenn Kinder tatsächlich miteinander reden, das kann niemals ein Lehrbuch schaffen. Sie sehen sich an, hören zu und wollen den Partner überraschen. Sie erhalten die Chance, als Team gemeinsam miteinander und voneinander offene Bildungsressourcen zu erstellen. Und es war in vieler Hinsicht erstmal anders, als man es von herkömmlichem Unterricht her kennt. Wir nutzen zum Beispiel verschiedene Audio-Tools, Blogs, interaktive Übungen, Learning-Apps. Unter anderem auch Quizlet oder Skype. Tuxedo, dort konnte man eigene Bilder erstellen. Oder auch Word It Out. Das Besondere an dem Projekt ist an sich, dass man eigentlich die Entfernung überwindet. Wir lernen andere Kulturen kennen. Und von der Lexik her ziemlich viel dazu gelernt und auch, wie die Sitten und Bräuche sind. Sprachkenntnis verbessert und ich habe mehr über die russischen Kulturen und Umgangsformen gelernt. Meiner Meinung nach sind die Videokonferenzen zweier Länder sinnvoll für den Unterricht, weil man jemand anderes außer dem Lehrer die Sprache sprechen hört. Das macht erstaunlich viel aus. Wenn du nicht einen Funken entzündest, wer soll dann die Welt erwärmen? Viele neue Projekte sind in Aussicht und ich denke, wenn wir Schüler in ein digitalisiertes Berufsleben entlassen, dann hat Schule einfach auch den Auftrag, Medienkompetenz hier zu vermitteln und sie auf dieses Leben mit Computern, mit einer offenen Welt vorzubereiten.